Und Jesus sagt, wenn du betest, dann sage, mein Vater im Himmel. Wow. Und das ändert im Grunde alles. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Da kommen die Jünger zu Jesus und sie beobachten Jesus. Und ihr Auge muss sehr fixiert sein auf ihn und sie müssen sich denken, hey, irgendwas ist da anders. Und dann kommt er vom Gebet zurück, dann schauen sie ihn an und dann sagen sie zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und daraufhin sagt er, wenn ihr betet, dann betet so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann sagt er dran, Amen. Und dieses Gebet ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet auf der ganzen Welt. Jedenfalls ist es das mächtigste Gebet auf der ganzen Welt, denn es kommt von Gott selber. Dieses Gebet kommt zweimal vor, das kommt bei Matthäus vor und es kommt bei Lukas vor. Und ich hoffe, es kommt auch bei dir vor, hier und zu Hause. Herzlich willkommen im Fernsehen, Radio, überall, wo ihr mit dabei seid und am Livestream. Wir starten mit einer Serie und die heißt Das Vaterunser, das World-Changing-Gebet. Das Gebet direkt vom Himmel, zack, brumms, clash in dein Leben hineingefahren. Und wir werden in den nächsten Wochen uns dieses Gebet näher anschauen und du denkst dir, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, denkst du dir, oh my goodness, darüber kann man ja Jahre reden und Jahrzehnte reden. Die Antwort ist richtig. Und wenn du Gott noch nicht so lange kennst, denkst du dir, oh mein Gott, was soll man 20 Minuten drüber reden, das ist ja in 30 Sekunden fertig. Du täuschst dich und zwar gewaltig. Und wir führen dich heute so ein bisschen hinein, schwerpunktmäßig, wir können nicht alles erschlagen, schwerpunktmäßig so in den ersten Teil, Vater unser im Himmel. Was ist der Background? Das kommt bei Matthäus vor, kommt bei Lukas vor und hoffentlich in Kürze ganz anders als jemals zuvor bei dir selber in deinem Herzen vor. An der einen Seite ist es so, da sagt Jesus ihnen, hey, wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Pharisäer. Wer sind die Pharisäer? Die Pharisäer sind per se nicht die Bösen, nur Jesus tut ein bisschen hackeln mit ihnen. Streiten mit ihnen. Pharisäer sind die Eliten. Pharisäer sind die, die ganz vorne stehen. Pharisäer sind die anerkannten Leute. Pharisäer sind die, die die geistige Oberhand haben über Israel. Das sind die Pharisäer. Und Jesus kommt und sagt, wenn du betest, dann mach's nicht so wie die. Ja, was machen denn die? Die beten total viel, die beten die ganze Zeit. Und sie lieben es, in der Öffentlichkeit zu beten. Und sie lieben es, dabei gesehen zu werden, wie sie beten. Da stehen sie in den Straßenecken und da beten sie ihre Psalmen und ihre Schriften und ihr Quack, 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 alles Mögliche. Und Jesus sagt, stopp, wenn du betest, dann mach's nicht wie sie. Mach's anders. Und die Jünger sehen Jesus ganz oft für lange Zeit irgendwo auf einem Berg, in der Einsamkeit, mitten unter ihnen, wo auch immer. Und dann überlegen sie so, was er so tut und dann schauen sie so, was er so tut und dann kommen sie wieder drauf, er betet. Also beten, was heißt denn beten überhaupt? Ja? Wir haben ja oft so wirre Bilder bei uns im Kopf und wir glauben, Beten und Gebet und das, ja, das ist jetzt, ich sage jetzt alles auf, was mir so einfällt und Jesus allein, Herz allein, ganz mich allein, ganz allein, morgen und immer sein und keine Ahnung und die Dirlein und die Missionare in Afrika und segne alles, was betreinigt auf der Palme ist, Amen, so irgendwie, ja. Beten heißt, dass ich in Beziehung gehe. Beten heißt, dass ich jemanden immer mehr und mehr kennenlerne, dass ich mich einlasse auf diesen Gott immer mehr, dass eine Beziehung wächst immer mehr.
kenne meine Frau 19 Jahre oder 20 oder 21. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Zahlen. Aber eins weiß ich, heute ist mein 17. Hochzeitstag. Isn't that cool? 17 Jahre sind wir heute verheiratet. Wow, wow, wow. Und weißt du, was in den 17 Jahren passiert ist? Da sind wir durch gewaltige Zeiten durchgegangen. Wir sind durch unglaubliche Höhen durchgegangen. Wir sind durch dramatischste, das ist ein anderes Thema, durch dramatische Tiefen über lange Zeit durchgegangen. Aber wenn wir uns heute anschauen, dann wissen wir, wovon wir reden. Wir haben eine Beziehung. Wir haben einen Weg hinter uns. Und der Weg hat uns nicht schwächer gemacht, sondern der Weg hat uns stärker gemacht. Und so ähnlich ist es mit Gebet, mit deiner Beziehung zu Gott. Gebet ist nicht quack, 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 sondern macht es nicht so, sondern betet so. Und dann, das ist ganz interessant, gell? Dass die Jünger eigentlich sagen, lehre uns beten. Das hat mich erst vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren hat mich das total erschrocken. Wir haben den Anton Swoboda bei uns, weiß nicht, wer den kennt, der hat diese geniale CD rausgebracht vor kurzer Zeit. Und dieser Anton Swoboda sagt einmal zum Thema Gebet, weil ich sage immer, beten kann jeder, gell? Und er sagt plötzlich irgendwo, haut er so raus und sagt, naja, scheinbar kann nicht jeder beten, weil sonst würden die Jünger nicht sagen, lehre uns beten. Und ich denke mir, wow, nicht schlecht. Das habe ich tausendmal gelesen, aber nie drüber nachgedacht. Und scheinbar braucht man wirklich eine Hilfe, eine Anleitung, einen Gedanken, wie du betest. Und die Jünger müssen sich gedacht haben, irgendwas ist da anders. Die Jünger beten ja auch die ganze Zeit. Die haben ja auch die ganze Zeit gebetet. Und die Jünger haben so gebetet, wie damals alle Juden gebetet haben. Und was beten sie da? Naja, alles, was wir da auch so kennen. Die beten Psalmen, die beten aus den Schriften heraus. Sie ringen mit Gott, sie flehen zu Gott. Sie halten Fürbitte, Fürsprache, alles Mögliche zu einem großen Gott. Und durch die ganze Schrift durch gibt schon so einen kleinen Taste, so eine kleine Rampe geht durch die ganze Schrift durch, vom Alten Testament beginnend, bis zu diesem Augenblick hin, dass da irgendwie noch was anderes sein muss. Und dann passiert der absolute, unglaubliche Megaknaller. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann sage, mein Vater im Himmel. Wow. Und das ändert im Grunde alles. Dein und mein Vater im Himmel. Es geht noch ein Stückchen weiter, gell? Er nennt an anderen Stellen den Vater nicht nur Vater, sondern Abba, Papa, die liebkoseste Form von Vater. Dein Gott im Himmel ist nicht der Große, ich bringe jeden Sonntag ein Tieropfer, am besten im Bärenwirt, ein Backhändel und beruhige damit Gott. Nein, damit beruhigst du höchstens deinen eigenen Magen. Ja? Sondern er will diese Beziehung mit dir. Er sagt, hey, und das zieht sich durch das ganze Neue Testament durch, du bist Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich bin dein Papa. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Meilenstein, life-changing und ich weiß nicht, was alles noch überhaupt gibt, was das sein kann. Und was interessant ist, ist, dass Gott ja das totale Risiko eingeht. Der spielt ja voll auf Risiko, wenn er sagt, hey, ich bin wie dein Vater. Ich weiß nicht, wie dein Vater ist oder war. Ich weiß, wie viele Väter sind, nämlich großartig. Ich weiß aber, dass viele Väter gar nicht großartig sind, sondern bis zu total schrecklich sind. Ich arbeite auch in einem Männer-Ministry. Und kenne so circa, wenn ich alles zusammen
zähle so circa 1200 Vatergeschichten ziemlich gut. Und soll ich dir was sagen? Da ist die ganze Range dabei. Da ist die Range von, wow, mein Vater ist wirklich ein heiliger Mann. Ich habe es nicht immer verstanden, habe ihm die Rübe eingehaut und so weiter. Aber jetzt verstehe ich das. Ja, bis hin zu, ich kann meinem Vater nicht in die Augen schauen. Ich hasse meinen Vater. Bis hin zu, ich habe keinen Vater. Was heißt, du hast keinen Vater? Hat er dich verlassen? Ja, die einen sind verlassen worden und die anderen, nein. Da hat schon ein Typ mit uns im Haus gewohnt. Ja? Aber das soll mein Vater sein, der die ganze Zeit nur arbeitet, Fernsehen schaut, Bier trinkt und ich weiß nicht, was noch macht. Und. Und Gott sagt, hey, ich bin zu dir wie ein Vater. Und er meint nicht den Vater, den du hast. Und selbst wenn du den perfektesten Vater der Welt hast, hat er Lecks. Das ist unmöglich, dass da alles passt. Das geht nicht. Ich bin der perfekte Vater für dich. Und dann sagt er noch den nächsten unglaublichen Knaller. Und der steht in Lukas gleich direkt danach. Da beschreibt er zuerst, betet Vater unser im Himmel, betet ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Und dann ratatatatatam, Vater unser runter. Und dann große Fragezeichen in der ganzen Welt, wie ist jetzt ein Vater? Und da gibt es dann die Geschichten, naja, das hat er damals gesagt, damals in der Welt, aber so, Vater, zack. Wenn die Frau nicht wollte, eins auf die Rübe, ins Zelt geschleift und es ist schon umgegangen und so weiter. Nein, nix Steinzeit, nix alles Mögliche. Nein, leider. Und dann erklärt Jesus, welche Art von Vater er ist. Und das hast du sicher schon oft gehört, aber ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast. Und da sagt er zum Beispiel, welcher Vater unter euch, jetzt spielt er die ganze Geschichte runter und sagt, jetzt vergleiche ich mal so wie ich zu dir, du mit Vater, mit deinem Vater. Welcher Vater, der unter euch ist, der gibt seinem Sohn, wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange. Welcher Vater tut das? Keiner. Und dann sagt er, und wenn ein Sohn um ein Ei bittet, gibt dann irgendeiner von euch weltlichen Vätern diesem Sohn einen Skorpion in die Hand? Sagt, Papa, gib mir ein Ei. Maus tot, nix. Und jetzt kommt ein echt scharfer Satz hinten dran. Und der scharfe Satz heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, was heißt, die ihr böse seid? Wenn schon ihr Väter, die ihr böse seid, sind wir Väter böse? Naja, ja und nein, das kann man nicht so genau sagen. Aber damit meint Jesus, wenn schon ihr, hier auf dieser Welt lebt, unerlöst auf dieser Welt lebt, bedrängt seid von allen Ecken und Enden, ihr als Väter all mögliche Verwundungen habt von ihren eigenen Vätern, aus eurem eigenen Leben raus und möglicherweise auf Generations zurück irgendwelche Schäden und irgendwelche Dinge abgekommen habt. Wenn schon ihr, Väter, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten. Und damit offenbart er seinen Charakter. Weißt du, vielleicht ist deine Vaterbeziehung ganz okay, vielleicht ist es alles, passt schon. Stell dir vor, dein Papa ist wirklich Gott. Stell dir vor, der steht da oben. Würde sich möglicherweise dein Beziehungsleben, dein Gebetsleben zum Ändern? Ich glaube schon. Wird sich möglicherweise die Art, wie du mit deinem Gott sprichst, ändern? Ich glaube schon. Wird sich möglicherweise dein ganzes Leben ändern? Ich glaube schon. Und jetzt ist er nicht irgendein Vater, nicht irgendein Vater, den du herbeisehnst irgendwo in deinem Leben, sondern er ist der
absolut perfekte Vater. Und das ist schon ein bisschen ein Hammer, gell? Im Römerbrief steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Papa, Vater. Und bei jedem Vater unser, das du betest, irgendwo mal, oh my goodness, ist das nicht das meist missverstandenste das Gebet der ganzen Welt? Bei jedem Vater unser sagen wir, hey, Papa im Himmel. Und wir plappern nicht Papa im Himmel, sondern der Clou ist, auf das, was Jesus raus will, ist, hey, dein Herz an seinem Herz, er ist wirklich Papa. So wie dein Papa im idealsten Fall sein kann, so ist er noch besser. Gestern war ich mit Moritz in der Stadt. Moritz, mein Kleiner, 4 Jahre alt. Und weißt du, wer das kennt, da gibt es so ein Buch, so eine Theorie, der heißt Die verschiedenen Sprachen der Liebe. Der eine braucht keine Ahnung was, der andere noch was anderes, der andere noch was anderes. Ich kenne mich ja nicht so aus. Aber in einem kenne ich mich echt gut aus, was die Sprache der Liebe von meinem Sohn ist. Und die Sprache der Liebe von meinem Sohn sind leider Geschenke. Er liebt Geschenke. Und ein Geschenk am Tag bringt alle Sorgen weg, so irgendwie sinngemäß. Ja, aber das geht nicht so weiter im Leben. Man kann nicht immer irgendwo ein Geschenk haben. Und manchmal fällt man halt, ist man schwach und dann sagt man, okay, hier ist ein Geschenk und dann passt schon. Dann geht der Tag wieder und manchmal muss man eben das anders machen. Und gestern ziehen wir durch die ganze Stadt, Vater und Sohn. Mama, Hochzeitstag, Vorbereitung, Wandern, Vater und Sohn ziehen durch die Stadt. Ich will ein Eis. Okay, wir kaufen ein Eis. Blöderweise habe ich kein Bargeld mit, nur eine Kreditkarte. Ach Mist, es gibt keinen einzigen Eisverkäufer in der ganzen Stadt mit Kreditkarte. So ein Mist, okay. Und dann lange Rede hin und her. Und wo enden wir? Dort, wo wir immer enden an so einem Punkt. Nämlich im einzigen Spielwarengeschäft mitten im Zentrum von Salzburg. Und in diesem Spielwarengeschäft drinnen ist ein großes Regal. Das ist 1 Meter lang, 1,20 Meter hoch, hat 2 Seiten und ganz, ganz groß steht oben Schleich. Und ich weiß nicht, wer von euch Schleichtiere kennt. Schleichtiere, das ist mein Untergang. Das sind so Plastiktiere. Niki sitzt da hinten. Niki ist staatlich geprüfter Sachverständiger für Schleichtiere. Er ist der Einzige, der Schleichtiere wirklich liebt, der einzige Vater. Er erzählt mir immer, es gibt nichts Schöneres, als von der Arbeit nach Hause zu kommen und 1 Stunde mit den Kindern Schleichtiere zu spielen. Das ist so entspannend. Niki, du musst mir mal dein Geheimnis verraten. So, und das ist ja sehr clever mit diesen Schleichtieren, weil die haben Farbcodes. Es gibt 4 oder 5 Farbcodes drinnen. Es fängt an mit grün, gelb, ich weiß ganz genau, grün, gelb, rot, grau und das höchste weiß ich jetzt nicht, ja, weil auf das schaue ich gar nicht. Und die kosten unterschiedlich. Ja. Es geht so mit 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, je nachdem wie der Farbcode ist. Und wir stehen drauf und diskutieren, welches Schleichtier. Und er will kein einziges, das gelb ist, und kein einziges, das rot ist. Und ich sage aber, nein, ab dem nächsten und grau sowieso, das ist zu teuer, so viel geben wir nicht aus. Jetzt stehen wir 30 Minuten vor diesem Regal, greifen jedes Tier 5-mal an, drehen 7-mal um, stellen es wieder zurück, sind todtraurig, weil der Farbcode falsch ist, ja, weil es 1 Euro zu viel kostet und geben es wieder rein. Das beobachtet die Frau an der Kasse. Nach 30 Minuten kommt die Frau an der Kasse und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ich, nein, danke. Suchen Sie etwas? Nein, danke. Finden Sie ein bestimmtes? Nein, ich suche kein bestimmtes Tier. Ja? Vielleicht auf der anderen Seite. Ich weiß, dass es eine andere Seite gibt. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich bin hier mit meinem Sohn und ich bin gerade mitten in Erziehung drinnen. Dann geht sie und ich denke mal, okay. Dreht um, kommt wieder zurück und sagt, ich kann schauen, ob ich wo ein Beschädigtes finde, wenn es Ihnen zu teuer ist. Es ist mir nicht zu teuer. Ich will einfach kein Schleichtier, das grau ist. Ich will einfach eines, das gelb. Oder rot ist. Grün ist. Und dann sitze ich so da und dann denke ich mir die ganze Zeit, ist ja wurscht. Das geht ja nur um 1 Euro. Oder um 1,50 Euro, ist ja ganz egal. Aber ich denke mir, nein, gell, ich kann nicht immer alles geben.
Und dann denke ich mir, was heißt, ich kann nicht immer, natürlich kann ich immer alles geben. Dann sage ich, na, ich will nicht immer alles geben. Dann sage ich, warum will ich nicht alles geben? Und dann komme ich drauf, na, ich möchte nicht ihm immer alles geben, weil ich nicht möchte, dass sein Herz so an Schleichtieren dranhängt, sein ganzes Leben. Und wir müssen einfach lernen, zu Dingen Nein sagen, wir müssen einfach lernen, ihn vorzubereiten aufs Leben. Dann großes Desaster. Dann gehen wir hinaus. Er kann natürlich nicht gehen, weil er völlig erschöpft ist. Das ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde gewesen im Geschäft. Weil er völlig erschöpft ist von diesem Kampf um die Schleichtiere. Also trage ich ihn. Und dann trage ich ihn und es geht aus. Sag ich, bist du traurig? Ja! Okay, dann gehen wir ein paar Schritte. Und dann fangen wir an, wir setzen uns dort aufs Fensterbankerl, das ist ein Friseur, da setzen wir uns vorher hin und ich tue ihn trösten und dann frage ich, geht schon besser? Und er sagt, nein! Und dann gehen wir wieder ein Stückchen weiter und wir trösten wieder und trösten wieder. Und er sagt, ich will ein Schleichtier, ich will ein Schleichtier. Und ich war Sekunden davor, das darf ich jetzt nicht hören, Moritz, hör weg. Ich war Sekunden davor, dass wir umdrehen und zurückgehen und dieses Schleichtier kaufen. Weil es ja egal ist und ich möchte mir auch eine Freude machen. Ja? Aber dann ringe ich mit mir so drinnen, ist es wirklich gut für ihn oder nicht gut oder doch gut. Und dann wird das Weinen weniger und dann sage ich, geht es dir schon besser? Und dann sagt er, ja. Und dann haben wir diese Krise überstanden und dann sind wir nach Hause gegangen, dann haben wir daheim ein kleines Eis gegessen. Er braucht eh nur ganz ein kleines. Ja? Und die Welt war in Ordnung. Und weißt du, was mit unserer Beziehung passiert ist? Unsere Beziehung ist nicht abgebrochen und ist weniger geworden, sondern unsere Beziehung ist viel, 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 viel mehr geworden. Und sie ist viel, viel intensiver geworden, als sie vorher jemals war. Und ich denke mir, wow, so ist Gott. So ist auch Gott. Und wenn wir oft sagen, lieber Gott, ich brauche unbedingt ein Schleichtier. Und er sagt, ich weiß, dass du unbedingt ein Schleichtier brauchst. Aber es ist nicht gut, wenn du jetzt ein Schleichtier kriegst. Ich brauche unbedingt einen Ferrari. Ohne Ferrari kann ich nicht leben. Ich weiß, dass du einen Ferrari brauchst. Aber es gibt, du musst dein Herz nicht festmachen an einem Ferrari. Ich brauche unbedingt diese Frau. Ich weiß, dass du unbedingt diese Frau brauchst. Aber mach sie nicht fest an diese Frau. Es kommt schon. Ich schaue auf dich. Und wenn wir beten, Vater unser im Himmel, Papi im Himmel. Eigentlich ist unsere Aufgabe als Väter nur eine. Zu unseren Kindern zu modeln, vorzuleben, wie die Beziehung vom Mensch zum himmlischen Vater ist. Wow. Unser Job als Vater ist eigentlich nur eines, dem Kind vorzuleben, wie die Beziehung zum himmlischen Vater ist und diesen Kanal aufzumachen. Das ist echt ein Hammer. Umgekehrt gesprochen ist es so, wenn man sich mit dem Vaterherz Gottes beschäftigt, ist es so, dass du immer mehr hineinrutscht in die Beziehung zu deinem irdischen Vater. Und wir machen das in der Jüngerschaftsschule, dass das Vaterherz Gottes ein Riesenthema. Und fast immer passiert, dass es so endet, dass der Student, der Jünger nach Hause fährt zu seinem Vater und um Verzeihung bittet für alles Mögliche, was irgendwie getan ist. Und Beziehung wird wiederhergestellt. Weil man sieht, es gibt einen Spiegel zwischen dem irdischen Vater und dem himmlischen Vater. Wenn ich das an die Situation gestern mit dem Moritz denke, dann wird mir wieder so bewusst, dass wir eigentlich immer mehr beginnen sollten, prophetisch auf unser Leben zu schauen. Was heißt prophetisch auf unser Leben zu schauen? Das heißt, über die Augen Gottes wieder hinunter zu schauen auf mein eigenes Leben. Das heißt, du wechselst die Perspektive. Schau, wir leben meistens so, dass wir sagen, lieber Gott das, lieber Gott das, lieber Gott das, lieber Gott das. Wieder Moritz, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das. So, und wenn ich zum Moritz, der kann das noch nicht, weil er noch nicht so viele Synapsen hat und so viel Erfahrung hat. Wenn ich sage, Mopsi, denk dir mal alles aus meiner Sicht durch, dann ändert sich dein ganzes Leben. Dann weiß er, dass er jetzt keine Schleichfigur braucht, weil ich ganz was anderes, viel Größeres für ihn vorbereitet habe. Dann weiß er, dass wenn er den Salat einmal essen würde, dass der gar nicht so schlecht ist und dass der ihm der später schmecken würde und er schmeißt ihn nicht die ganze Zeit über den Küchentisch. Dann weiß er viele Dinge. Und wenn wir über den Blick Gottes auf uns selber runterschauen, Vater unser, Papa im Himmel, über das hinunterschauen auf unser eigenes Leben, wo da ändert sich vieles.
Schau mal, viele Leute sagen zum Beispiel, oh, lieber Gott, schenk mir die und die und die Frau, lieber Frau, lieber Gott, mach das und das, dass das für mich, dass das für mich gut ist und was, dass es für mich passt. Gell? Wenn ich an den Moritz denke, es ist nicht so, dass ich am liebsten ihm eine Frau aussuche und ihm dann eine Frau hinstelle. Weißt du, was ich viel lieber mache als Vater? Viel lieber als Vater schaue ich zu, wie mein Sohn Moritz, verstehe mich jetzt richtig, die richtige Frau findet für sein Leben. Und ich freue mich mit ihm. Mein Job als Papa ist nicht, dass ich dem Moritz den besten Beruf der Welt gebe, sondern ich freue mich, wenn er rausfindet, welchen Beruf er macht. Mein Job als Vater ist nicht, dass ich dem Moritz alles in die Figuren aufstelle und mit ihm alles genauso durchspiele, wie ich mir das vorstelle, sondern meine Freude als Vater ist es, zu beobachten, wie Moritz, wie ein Kind, beginnt, seine Figuren aufzustellen und sein Spiel zu spielen. Und ich freue mich dran und ich helfe ihm dort, wo ich helfen kann. Und wenn was schief geht bei ihm, dann geht was schief. Das ist nicht so schlimm. Und wir beten, Vater unser im Himmel, dann bitte lass uns beginnen, unser Leben aus der Perspektive des Vaters, des Papas zu sehen. Und ich sage, vieles in deinem Leben wird sich einfach ändern. Du wirst die Perspektive ändern. Du wirst den größeren Blick haben. Der Moritz sieht nur die Schleichfigur. Dann gehen wir raus, dann sieht er, dass er heimgehen muss, dass ich ihn tragen muss und daheim sieht er das Eis. Wenn ich den Moritz anschaue, da sehe ich sein ganzes Leben vor ihm. Da sehe ich alle seine Talente, seine Charismen, seine Begabungen. Da sehe ich, wie viel Freude er in unser Leben hineinbringt. Da sehe ich, wie viele Menschen sich an ihm erfreuen. Da sehe ich, was für eine wunderschöne Sprache er hat. Da sehe ich, wie schön er singen kann. Und ich sehe auch, was er noch nicht so gut kann. Und dort helfe ich ihm ein bisschen. Und weißt du, was Gott tut? Wenn du betest, Vater unser im Himmel, er macht genau dasselbe. Macht genau dasselbe mit dir. Dieses Vater unser ist, glaube ich, das wildeste Gebet, das es überhaupt gibt. Du wechselst die Seiten. Du steigst aus dem, da ist ein Gott unnahbar irgendwo, keine Ahnung, was er will, werde ich gerettet werden oder nicht oder was passiert eigentlich in meinem Leben. Du wechselst die Seite. Und du wirst Familie. Und wie auch immer dein Vater war, wie auch immer deine eigenen Erfahrungen waren. Du wechselst zum besten Vater, den es gibt. Und das hast du wahrscheinlich schon 5-mal gehört in deinem Leben, vielleicht schon 10-mal. Soll ich dir was sagen? Das musst du noch 1000-mal hören. Weil die Reise vom Hören und vom Kopf ins Verinnerlichen einfach so riesengroß ist und so lang ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es das gibt, dass die Leute das nicht checken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es das gibt, dass die Menschen beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, und dass ihnen nicht das Herz aufgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so oft bete, ohne einen Gedanken dran, ohne einfach geplappert irgendwo hin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ich sehe immer öfters, dass ich einfach bete, mein Papa im Himmel, du bist so unglaublich gut. Du bist so unglaublich heilig. Du bist so unglaublich gewaltig. Und du willst nur das Beste für mich. Und ich will meinem Sohn ein Model sein mit all meinen Schwächen. Damit mein Sohn erkennen kann, jetzt schon und später noch viel mehr, wie gewaltig der Papa ist, der Abba, der Vater ist. Zeig mir eine Religion auf der Welt, die einen Gott hat, der Papa heißt. Das ist doch unfassbar. Das ist ein Skandal ohnegleichen.
Versteh mich richtig, ja. Aber was kümmern wir uns oft um unsere kleine Welt? Was hängen wir oft herum in unserer Schleichfigur? Ich brauche den Bären. Auch wenn er ein graues Bickel hat. Dein Leben ist so viel mehr als alle Schleichfiguren der ganzen Welt. Dein Leben ist so viel mehr. So viel mehr. Vater unser im Himmel. Herr Jesus, lehre uns beten. Wenn ihr betet, dann macht es so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führ uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Und eines Tages werden wir bei dir sein und dich als Papi voll und ganz erleben. Amen. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I surrender, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the night and cleanse every part of me. 'Cause all I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist der Papa im Himmel. So viele Menschen sind sich schwer zu glauben, dass du wirklich der gute Vater bist. Zu vertrauen, dass du wirklich der gute bist.
Und ganz oft liegt dahinter die eigene Erfahrung mit dem eigenen Vater. Wir werden heute besonders beten um Wiederherstellung, um Heilung deiner eigenen Vaterbeziehung. Vater im Himmel, wir sind gebrochene Menschen auf dieser Welt. Und wir selber verwunden Menschen und wir selber sind verwundet worden. Viele von uns sind Väter und verwunden ihre Kinder. Und jeder von uns hat einen Vater und ist vielleicht verwundet worden. Herr Jesus, ich möchte dich heute bitten, in ganz besonderer Weise, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist in unsere Vaterbeziehungen und Dinge sichtbar machst, die vielleicht versteckt in unserem Leben sind, Situationen sichtbar machst, mit denen wir uns schwer getan haben, Situationen, die wir nie verstanden haben, dass du Dinge aufdeckst, die uns limitieren in unserem Leben, dass du Dinge aufdeckst, die uns zurückhalten, dass du Dinge aufdeckst in unserem Leben, die uns nicht vertrauen lassen. Dass du Dinge aufdeckst in unserem Leben, wo wir nicht mehr an das Gute glauben können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du jetzt in diesen nächsten Minuten kommst und zeigst, wie sieht meine Beziehung mit meinem Vater aus? Gibt es da Dinge, wo ich um Verzeihung bitten muss? Gibt es da Dinge, die Heilung brauchen? Gibt es da Dinge, die eine Aussprache brauchen? Sind da Dinge, wo ich die Hilfe, wo ich Seelsorge brauche, die Hilfe von anderen Menschen brauche? Oder sind da gar Dinge, die gut wären, in professionelle Hände in eine Therapie zu legen? Komm, Heiliger Geist, und zeige mir, wo sind Lecks in meiner Beziehung zu meinem Vater. Heile du, was zerbrochen ist. Heile mein Herz, komm. Zeig mir, wo Dinge sind, die Heilung brauchen. Zeige mir das, wo ich Heilung brauche, wo meine Seele verwundet ist und mein Herz nur weint. Zeige mir Dinge, dort wo es eine Aussprache braucht, dort wo es Klärung braucht. Und zeige mir, Herr, wo ich reden muss, wo ich Dinge in Ordnung bringen muss, mit anderen Menschen, mit meinem Vater. Zeige mir, wenn ich Hilfe brauche von anderen Menschen, von Seelsorge, von einem guten Freund oder von einem Therapeuten. Hilf mir zu sehen, Herr, was mein Weg ist, der Heilung. Zeig mir den Weg, Herr, was der Weg ist zu meiner Heilung. Zeig mir die Wahrheit, Herr, gib sie in mein Herz. Nein, und lass mich Schritte wagen zu neuem Leben. Heile mich, o Herr, heile mein Herz. Heile mich, o Herr, heile mein Herz. Heile
Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, dass Bereiche sind in deinem Leben, wo du um Vergebung bitten musst. Dann bitte schieb das nicht auf. Und wenn dein Vater noch lebt, dann tu das. Und vielleicht geht es in einem Brief, in einem Anruf, in einem persönlichen Gespräch. Und wenn dein Vater schon gestorben ist, dann bitte stellvertretend im Gebet um Verzeihung. Und wenn du willst, dann bete jetzt mit mir mit. Mein irdischer Vater, mein Papa, ich weiß, dass du vieles gut wolltest und vieles nicht gelungen ist. Ich weiß, dass du selber verletzt worden bist, durch andere Menschen, vielleicht durch deinen Vater. Ich weiß, dass grundsätzlich Gutes in dir drinnen ist, aber es manchmal verschüttet ist, dass du selber im Bedrängnis warst. Ich möchte dir vergeben für alles das, was du nicht warst in meinem Leben. Ich möchte dir vergeben für alles das, was du nicht tun konntest, was ich gebraucht hätte. Ich möchte dich vergeben, möchte dir vergeben und möchte dich freisetzen von allem Schlechten, das von dir zu mir gekommen ist. Und Herr Jesus, ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um Heilung für diese Beziehung. Ich bitte dich um Heilung für meinen Papa, wenn er noch lebt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber komm übernatürlich mit deiner ganzen Kraft und heile ihn. Vater im Himmel, ich bitte dich um Heilung für mein Herz. Und im Namen Jesu bitte ich jetzt für alle, die hier sind, für alle, die jemals hören werden, für alle, die daheim sind, im Namen Jesu um übernatürliche Heilung und um übernatürliche erste Schritte der Heilung von allen Verwundungen, von allen Verletzungen, von allem zurückgewiesen sein, von allem nicht gesehen werden, von allem allein gelassen werden, von einem Vertrauensbruch. Komm, Heiliger Geist, komm jetzt übernatürlich und heile. Und leite ein einen Prozess der Heilung. Komm, Heiliger Geist, komm deiner liebenden Vaterkraft. Komm, Heiliger Geist. Und wenn du sagst, was ist mit meiner Mutter, da gilt das Gleiche. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns Mütter und Väter oder geistige Mütter und Väter zurüstest für all das, was wir brauchen, um der nächsten Generation Freiheit zu geben, Vertrauen zu geben, Freude zu geben, Raum zu geben, um zu leben, Unterstützung zu geben, dort, wo sie gebraucht wird. Komm, Heiliger Geist. Komm. Komm, Heiliger Geist. Und das ist mein Gebet in Jesu Namen. Heute Mittag hier. Komm, Heiliger Geist, und heile, was verwundet ist. Komm, Heiliger Geist, heile mein Herz. Komm, Heiliger Geist, und heile, was verwundet ist. Komm, Heiliger Geist.
bist. Komm, Heiliger Geist, heile mein Herz. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott.